Ja, herzlich willkommen von Womb Adventure. Ja, wir fahren jetzt weiter in Jordanien und zwar nach der berühmten Felsenstadt Petra. Und da sind wir unterwegs, aber seht später selber. Aber zuvor gibt es noch eine Szene, die wir halt ein bisschen mitgeschnitten haben, aber nur wenig. Und zwar ist mir ein Steinewerfer begegnet, beziehungsweise zwei Jungs. Und die waren an der Straße, ich auf der Hauptstraße, habe gesehen, wie sie einen Stein hochnehmen. Die haben dann auch geschossen, der hat meinen Camper getroffen und hat einen kleinen Lackschaden oben verursacht. Ja, auf jeden Fall bin ich dann sofort rechts abgebogen und habe durch die Piste durch zwischen die Häuser, habe denen den Weg abgeschnitten am Rande des Dorfes und habe mich dann von hinten rangeschlichen. An der Hausecke habe ich gewartet und dann kamen sie mir direkt entgegen und dann habe ich eben einen erwischt. Und ich glaube, ihm ist jetzt eine Lektion, weil die nie vermutet haben, dass sie da eingefangen werden. Und ich bin dann mit ihm zum Vater gegangen und dann ja, regelt das der Vater. Aber jetzt hat das natürlich ein bisschen Konsequenzen für ihn gehabt. Von meiner Seite ist nichts weiter geschehen. Und ja, jetzt aber ab mit dem Video und viel Spaß beim Schauen. Der René hat jetzt gerade einen Steinewerfer erwischt. Der aufs Auto Steine geworfen hat, der kleine Kerl hat jetzt mega schlechtes Gewissen offensichtlich. Ja, sowas passiert leider auch. Hallo. Hallo. هاي كم مرة ثاني مرة وانت تسوي المشكلة ثاني مرة تعال يا يوسف تعال انت تعال. Auf der Suche nach einem Schlafplatz haben wir diese speziellen bunten Felsen entdeckt. Also das ist schon sehr besonders, weil da wäscht sie irgendwas aus der Wand aus, aus dieser riesigen Felswand, die hier hinter steht. Also hier sind diese Gesteinsschichten, aus denen es das ausgewaschen hat und hier ist alles bunt drin. Hinten im Tal wird es auch wieder bunt, nochmal bunt. Und ach, das ist natürlich für Geologen hier ein kleines Paradies, wenn man dann solche Schichtungen in den Felsen sieht. Große, selbstständig umherlaufende Schafe mit GPS am Bein. Sowas gibt es ja auch. Und dann auch ein paar Zicklein. Also diese Schafe sind wehrhaft. So, jetzt bewegt sich. Hallo Ziege. Schmeckt sicher lecker. Eieiei, solche Bemerkungen bei den Tierschützern, das mag ich gar nicht. Die sind doch so süß. Das Nachtessen kommt zu uns. Super. Ist einfach so abgeschnitten.
Decke überhaupt. Das ist die Kleinen. Die Kleinen ist sie schon. Ja, also das ist echt toll, weil die sind überhaupt nicht scheu und haben eigentlich auch keine Hundeangst. So läuft das bei uns. Wir kriegen hübschen Besuch. Ja, wir sind besucht worden von Nachbarn und jetzt haben wir ihn besucht und da bieten sie ein Camp an. Das war früher ein Pferdestall, jetzt sind es Schlafräume und die haben 7 Hunde und das war natürlich ein Gekläffe. Ja, und die leben hier drin. So leben sie. Da hinten ist die Küche. Der Hausherr. Ja, schön draußen in dieser schönen Felslandschaft. Das hier ist die andere Seite. Ja. Sie kommt von Sibirien, diese Frau. Seit 8 Jahren lebt sie hier. Wir sind auf der Suche nach ein paar Kräutern, die uns die Besitzerin hier gesagt hat, dass sie die für Tee verwendet. Es geht um Artemisia annua. Ja, wir sind wieder mal am Klettern, Bergsteigen, Wandern und mit uns sind etwa 8 Hunde. Hier oben in den Bergen gibt es Artemisia, eine Heilpflanze, eine besondere Art. Ich weiß jetzt nicht genau, wie die heißt, aber dieses Kraut habe ich ja immer in meinem Camper, weil das eben gegen Viren, gegen Bakterien, gegen alle Arten, es ist auch ein Antibiotikum und sehr gutes Kraut und die Leute, die hier wohnen, die wissen das natürlich. Und jetzt machen wir ein bisschen die Packung voll. Und es ist auch in Malaria-Tabletten? Ja, Artemisin ist in Malaria-Tabletten. Die Pharma hat das einfach von der Pflanze extrahiert sozusagen. Vielleicht stellen sie es heute auch künstlich her. Aber der Ursprung ist immer in den Pflanzen zu finden. So, jetzt ein Tipp für Männer. Geht niemals mit 2 Frauen auf den Berg hoch, denn die quatschen die ganze Zeit. René sucht seine Wege, wir gehen wieder den Berg ab. Ja, Klettern ist angesagt. Dieses ganze Rudel Hunde ist uns gefolgt und am Ende der Tour, da braucht es natürlich im Wasser, was hier vorrätig ist, auch eine Abkühlung und was zu trinken. Wir sind unterwegs nach Petra und schaut euch links diese ja, spezielle hügelige Landschaft an. Ja, auf dieser Strecke hier fahren one by one ein LKW nach dem anderen. Und es ist wohl eine ehemals eine der gefährlicheren Strecken hier. Jetzt ist sie ausgebaut. Hier gab es wohl früher viele LKWs, die hier Unfälle hatten. So ist es erzählt worden. Und ja, sie schleichen halt hier hoch. Ne? Tja, und schon plötzlich Stau. Man hat sich dummerweise irgendwie hier verstanden. So läuft das hier. Die Gegenspur ist eigentlich auch Überholspur und es ist natürlich hier absolut. Ah, der darf da gar nicht fahren. Der darf hier gar nicht fahren, sagt René. Okay. Der darf hier mit seinem Esel. Ja, schön, dass du okay. Islam is, you know, is peaceful religion. Loves all of the humans.
whatever your religion, Jewish, Christians, anyone, we love everyone. The Christian, the Christian also. Also, no. Normally. No. Okay. Das ist ein Geschenk zu Ramadan. He wants to invite you to take this opportunity to be with us, to be a Muslim, to let the God give you the paradise. He is Muslim, he wants, and I am also Muslim, all the Jordanian. Ashhadu, repeat after me, Ashhadu. Er ist sehr liebevoll. Listen, I have many experience with God. Uh-huh. I can write the book. Wow. Yeah, I have so many experience. And I do what he me say. What he says. Just 1 minute, I will tell you what he says. He says, if you say, La ilaha illallah, La ilaha illallah, it means there is no God except God. No, one God we have. Many people think that there is a lot multi gods, No, you know, like in one God. I believe also in one God. One God, good. Mm-hmm. And we have one. What? One? One prophet, Muhammad. Yeah, I know. You know. Yeah. There's one God, one prophet. Mm-hmm. Okay? I'm not in here in this world. Okay. Let me honest with you, sir. Let me honest. Oh, you know, by the way, oh, you know, sharp eyes. Yeah. You know? Yeah. Nach über einem halben Jahr sehen wir wieder mal grün. Es ist alles grün, es hat Wiese. Und wir fahren jetzt runter in Swati, wie heißt's? Busa. Busa, nämlich nach Petra, genau. Auf unserem Weg nach Petra passieren wir hier ein Gebäude, in dem die Quelle des Moses sein soll. Also hier soll Moses auf den Stein geschlagen haben und dann ist hier Wasser entsprungen und um diesen heiligen Ort hat man ein Gebäude gebaut. Jetzt am Abend angekommen hier in Petra und jetzt schauen wir mal Petra by Night an. Diese Show wird auch angeboten, so als Einstimmung. Und dieser Weg ist gesäumt von ganz vielen Kerzen. Wer die wohl hat anzünden müssen, der war auch beschäftigt. Wir lassen uns mal verzaubern. So, und wir laufen jetzt hier und dann öffnet sich uns ein Lichtermeer. Hier. Und wir erblicken eines der Highlight von Petra. Heute sind wir ja in Petra und jetzt geht es los mit diesen petrianischen Steingebäuden. Wohnungen drin gebaut. Man muss da früh aufstehen. Wir sind eine der Ersten, aber nicht die Ersten. Um 6:30 soll es aufmachen. 5:30 schon aufstehen. Und los geht's. Hunde können rein, sogar ohne Leine. Da gibt es Straßenhunde. Also jeder Stein wurde ausgehöhlt. Wir haben gar keine Zeit, um da alles angucken. Aber es ist phänomenal, was die da alles gemacht haben. Die hatten offenbar Zeit oder einen Haufen Sklaven. Die Nabatäer sollen das gewesen sein. Jetzt wird's interessant, aber wir hatten noch schnell ein Gemetzel mit Hunden, Territorium, Kämpfe, kurz. Oh, das ist interessant hier. Also wir kennen ja das schon von Saudi-Arabien auch und schön eng. Aber ihr seht, hey, ich meine, es ist 6:30 und die Menschenmassen stürmen schon rein. Ich rechne mit über 1000 Leuten an einem Tag. Also man läuft hier wirklich mehrere Kilometer
in dieser Schlucht entlang das Aquädukt da ganz links in den Felsen teilweise reingehauen, rechts und links sogar. Fantastisch. Dann erblickt sich zwischen den Felsen die Schatzkammer der Treasury. Und sie ist gigantisch hoch, gigantisch groß. Ich schätze mal sicher 50, 60, 70 Meter hoch. Wahnsinn. Noch die Umgebung. Ich meine, wir sind eigentlich fast die Ersten, aber nicht ganz. Und trotzdem sind schon viele Leute da. Genau gegenüber Treasury, da oben im Felsen, da wohnt einer offensichtlich. Tolle Wohnung. Oh, die ganze Felswand bearbeitet. Fassades. Street of Fassades. Ich glaube, das sind Toms Grabmäler. Auf der anderen Seite dasselbe Bild, da gibt es sogar Treppen hoch. Es ist der Wahnsinn, was die da gebaut haben. Ich meine, die brauchten keine Bachsteine, sondern die haben ökologisch gebaut, kann man sagen. Wow, also es ist erstaunlich. Schade, dass hier Händler sind. Zerstört ein bisschen das Bild. Und da unten ist dann das Amphitheater. Es hat noch nicht viele Leute. Ein paar Meter weiter, es ist gigantisch, was die da erschaffen haben. So, jetzt sind wir beim Amphitheater von den Nabatären. Also die haben offenbar auch Zeit gehabt, um ein bisschen Spiele machen. Ich hoffe, es ging menschlich zu. Gigantisch. Und kein Mensch ist im Bild. Überall hat es Löcher in den Felsen, wie ein Schweizer Käse, wie der Emmentaler Käse. Aus dem Emmental ist er übrigens, Berner Oberland. Ganz schön da, mache ich noch Werbung. Tja, auch zu Nabatäer-Zeiten hatte man schon Wohnungen mit Balkon. Wow, allein da oben. Ich meine, das sind auch Wohnungen, glaube ich, offenbar. Die Sonne hat sich jetzt durchgedrückt. Aber jetzt noch bessere Bilder. Das hier ist die Marktstraße. Hier waren alle Händler. Später dann auch im Römischen Reich. Das ist der Haupttempel. Oder das, was davon noch übrig ist. Da oben. Haben ein paar Wohnungen reingebaut. Ja, hier gibt es eben auch die Esel, die dann die Touristen zu dem Monastery tragen lassen. Wir sind gut zu Fuß und wollen natürlich die Esel schonen, auch wenn die Menschen hier ihr Geld mitverdienen. Ja. Wir laufen weiter der Schlucht entlang und es hört nicht auf. Ey. Überall Wohnungen und sogar eine Garage. Geile Garage. Ja, es leben hier übrigens extrem viele Hunde, ein paar Katzen. Jetzt geht's hoch, wir müssen Treppen steigen. Hey. Unseren Weg säumen die Händler, die jetzt aber noch nicht aufgestanden sind. Da hinten versteckt in einem Seitenwadi, wo ich jetzt nicht reingehen, hat sogar noch, ja, behauenes Zeug. Ja, immer wieder treffen wir Hunde. Manche sind freundlich, manche aber auch aggressiv. Da kam ein Felsen mal runter. Halbe Stunde Treppe steigen, kommt man hier oben an. Aha, wegen dem kommt man so weit hoch. He. Ja, nicht Schweizer Hüttenfeeling, sondern jordanisches Hüttenfeeling hier oben am Berg.
schnurrend. Genießt die. Erst fressen bei uns, dann schnurren. Und irgendwann packen sie dich, weil sie genügend haben. So sind sie. Undankbare Geschöpfe. So, sehr witzig. Für alle, die es gar nicht verstehen, gibt es hier zig Schilder mit Best View und alles fast führt zum gleichen Ort. So, jetzt müssen wir alles wieder zurücklaufen, hunderte von Treppen, also dann. So, das ist der Aufstieg. So wird das Zeug heute noch hochgeschleppt. Die armen Esel. Wow, krass, ey. Ja, wir sind wieder am Hauptplatz beim Palast von einer anderen Seite und ihr seht, überall sind echt diese Höhlen, Gräber, Wohnungen, was auch immer, in den Stein gemeißelt. Also hier sieht man eindeutig, das ist römisches Handwerk. Wird wieder aufgestellt. Wir gehen jetzt einen Nebenweg ein bisschen über die Hügel und man entdeckt da überall wieder, da hat es fast keine Leute, überall entdeckt man das Altertum. Der Wahnsinn, wir sind im nächsten Wadi und auch hier, das sind aber mehr so, weiß nicht, das sind vermutlich Gräber, schätze ich mal, oder waren mal Gräber. Ui, da kommt ein Hip-Hop-Esel. Es geht weiter mit den bearbeiteten Steinen. Immer wieder sieht man, dass Menschen hier auch leben. More much people, huh? Always the same question. Tja, die leben hier, ja. In dieser Ecke hat es nicht viele Leute. Hier hat einer angefangen, sich einen Balkon zu bauen. Wahrscheinlich ist das auch gratis Wohnen hier. Tja, und der da oben, der hat seinen Balkon schon fertig und wohnt in einem dieser Höhlen. Innen im Grab sieht es so aus, die sind relativ tief und hat immer mehrere auf einmal. Und weiter geht's. Das hört ja nicht auf. Das ist ja wahnsinnig, was da alles gebaut wurde. So, da gehen wir jetzt mal rein. Eine riesige Halle. Alles schwarz vom Feuer. Och, es geht schon wieder hoch. Seit 3 Tagen mache ich nichts anderes wie hoch und runter. So. Jetzt ist ein besseres Licht. Also die Stufen sind ziemlich abgenützt. Von früher, von jetzt. Jetzt wird's mittags. Mittagspause in dieser besonderen Umgebung. Im Schatten natürlich. Pause fertig und gleich die nächste Ecke. Immer geht es auch um die Hunde, das Thema.
Hier im Wadi Farasa gibt es auch einen Gartentomb. Bisschen verwildert der Garten, aber sehr schön. Die, die alles sehen wollen, müssen dafür da hochsteigen. Da oben seht ihr die Treppen. So sehen hier die Treppen aus, richtig abgelatscht, hey. Das ist sackstark, hey. In den Felsen gehauene Treppen. Das haben wir jetzt von unten gesehen. Da geht's hoch. Erinnert mich an Panaltalia, glaube ich, in Sizilien. Könnt ihr auch auf dem Video sehen, da gab es auch so Treppen runter zu einer Höhle. Weiter geht's. Wunderschön. Ist echt im Altertum, hey. Yeah, wir sind oben. Da von unten in diesem Wadi. Mit einem Fernblick. Immer gucken, wo die Steine behauen sind. Hier gibt's Wasser. Wichtig natürlich in diesem Land. Am Lion Fountain. Man kann ihn erkennen, aber er hat keinen Kopf mehr. Das ist eigentlich architektonische Kunst. Ein Durchgang im Stein. Und weiter geht's, dieser Ausblick. Aha. Ah, noch mehr Stufen. Es hört nicht mehr auf. Ah, oben angekommen. Mit diesem wunderbaren Ausblick. Ja, die müssen ins Bild da. Ach, jetzt müssen wir wieder runter und dann wieder noch mehr hoch. Oh. Nächster Viewpoint. Oh. Jetzt kleine Rastpause in einer Berghütte auf Jordanisch mit offener Sicht und ein paar Plastikstühlen und einem völlig fertigen René. Genau. Am höchsten Punkt gibt's Wasser. Hey. Ja, sogar hier haben sie bearbeitet. Die Angie hat eine Stelle gefunden, wo man dazukommt. Schlaues Hündchen. So, jetzt genießen wir aber den Ausblick. Herrlich. So, Ausblick genießen. Also mal Blick von oben. Da unten sind wir durchgekommen, da unten, durch die Schlucht. Da hat mir gerade einer erzählt, vor 30 Jahren war er schon mal hier. Da war tote Hose, nichts los. Die Städte da drüben gab es gar nicht groß. Und diese, da waren nur Zelte.
Nächster Ausblick. So läuft das hier. Also sowas gibt es hier auch, ein Freiluftklo. Wer auch immer das nutzt, ich glaube, es ist nicht mehr in Betrieb. Dank Maps.me sind wir einen völlig kleinen Weg durchgelaufen und kommen hier wieder auf einen Aussichtspunkt. Natürlich. Und natürlich die Mega-Aussicht. Aber hier ist eine, auch Sinn. Wir schlagen uns irgendwie durch, da völlig abseits, aber offiziell soll es ein Weg sein und dann finden wir diese Treppe direkt eingehauen in den Stein. Also wäre auch eine Möglichkeit gewesen, da runterkommen, wenn man es weiß. Und wir folgen diesen hübschen Markierungen, um hier die Wege zu finden durch diese Landschaft. So, das da hier ist ein Irrgarten, bis man da mal den richtigen Weg findet. Es hat so viele Pfade. Aber hier ist wieder eine Kneipe. Da drüben waren wir vor einer halben Stunde. Das ist ein schöner Durchgang, schön grün. Wir sind wieder irgend in einem Wadi, aber immer noch weit oben und gehen runter zu diesem Hauptweg, von wo wir gekommen sind. Es wird ja immer schöner da. Oh, guckt euch diesen Stein an. Ab und zu wird es alpinig, steil, aber da müssen wir durch. Da müssen wir runter. Oje, oje, schöne Schlucht. Voll interessanter Wanderweg in diesem Wadi. Ja, glücklicherweise gibt es ab und zu mal kleiner Hinweis, auch wie ein Pfeil. Muss mir ein Schatten gehen. So, wir sind wieder an der Zivilisation gelandet. Irgendwie da unten, guckt euch das an, he? Treasury House wieder. Und wir müssen da offenbar die Treppe runter. Ja, wieder mal sind wir irregeführt worden. Wir müssen da nämlich durch. Also wieder runter, der Pfeil war falsch. Nein, hast du es gemacht? So, jetzt haben wir den rechten Weg gefunden. Zwischen dieser Felsspalte, ich glaube vom Menschen gemacht. War extrem schwierig gewesen. So, man kann da durch vielleicht, aber eben auch nicht. Das ist eben, aber ich habe es ja von oben gesehen. Hoffe ich. Oder auch nicht. Ja, eben. Hä? Doch, da. Da hat es Treppen. Also geht es da runter. Das ist aber schon auch, ne? Guck mal, da gibt es echt Stufen, aber da ist mega steil. Ja. Ja, möchte ich nicht runter. Oh, nicht schlecht, diese Stufen, ey.
Ja, es ist später am Tag und von diesem wirklich einsamen Wanderweg aus gehen wir jetzt runter, wo sie wieder sind, die Touristen. Da ist nämlich das Treasury House. So, ab in die Menschenmeute da. Aber zuerst noch die Stufen runter. Vom Menschen gemacht, aber zum Teil abgenützt. Hey Angie, sogar für die Hunde kompliziert. Dann laufen sie dadurch, dadurch. Es hat so viele Wege. Ja, geht's da runter. Ui, scheiße. Das ist aber steil, du. Ja, Ayla, super. Jetzt du, Angie. Jetzt die Angie. Super, Angie. Haus. Fein, Angie. Haus, komm. Ja, fein. Wow, das ist echt Klettern, ey. Wahnsinn. Ach, ich hoffe, da unten geht's weiter, hey. Das ist voll kriminell. Da seht ihr mal, was man da alles bewerkstelligen muss. Tja, der Weg ist doch echt abenteuerlich, also ziemlich steil, diese Wände hier runter zu kommen. Ja, diesen Part da haben wir schon geschafft, aus diesen Felsen rauszukommen. Also hier ist es steil, das ist, wenn ein Hund sich nicht entscheiden kann, geht er nun hoch oder lieber runter, was echt viel zu schwierig ist. Prima, gut gemacht. Das war unser Weg nach oben. Ja, das war es wieder von mir. Herzlichen Dank, wart ihr dabei, Daumen hoch und danke für jede weitere Empfehlung und wir sehen uns schon bald wieder mit dem zweiten Teil von Petra und tschüss.